So, jetzt geht alles. Guten Morgen. Da ist ja ein bisschen verspätet heute, fünf Minuten, aber die Bahn kommt auch manchmal zu spät. <laughs> fünf Minuten ist da alles noch im grünen Bereich. Also, ich hoffe an dieser Stelle, die Wartezeit war nicht zu lang. Wir blicken heute auf die Zinsen zuvor. Wie immer, der kleine Hinweis, diejenigen, die hier regelmäßig zuschauen, wissen das schon. Bitte aufs Knöpfchen drücken, liken, subscriben. Das ist das, was wir hier brauchen. Wir wollen die Infos in die Welt rausschicken. Das heißt, gleich jetzt bitte sofort rauf auf die Like-Buttons. Auch die, die das im Nachgang schauen. Das geht auch im Nachgang. Klick tut nicht weh, aber die Welt sieht, was wir machen und das, was wir tun. Ist wirklich gut, die Bewegung, die wir rausholen. Wir sehen es beispielsweise, das Setup von gestern im Öl, was wir auf der Shortseite besprochen haben. Hoho, da ging es kräftig nach unten zur Sache. Nestek auch durch die Zinsen. Ziemlich unter Druck geraten gestern im Tag. Minus 3% extreme Wohler. Gestern habe ich auch schon gesagt, wir müssen uns den NASDAQ noch mal ein bisschen näher anschauen. Und das machen wir heute natürlich. Und das im Rahmen, im Zusammenhang mit den Zinsen. Und da versuche ich mal so ein klein wenig, sage ich mal, auch Klarheit zu schaffen. Was Zinsen denn eigentlich sind, ja, weil viele sagen, Zinsen, das ist das, was wir momentan auf dem Sparbuch nicht kriegen. Ja, aber Zinsen sind schon ein bisschen mehr als das, was wir auf dem Sparbuch momentan nicht kriegen. Aus diesem Grund schauen wir da heute mal drauf, weil das Verständnis, was das überhaupt bewirkt, dieser Zins, ja, das ist schon wichtig. Und das zu verstehen, das ist nicht schwer, aber die richtigen Stellschrauben dazu, die sollte man kennen, und das mache ich heute sozusagen mal ein kleines bisschen. Also hier an dieser Stelle. Das Ganze zu sehen. Fragen zum Öl kommen natürlich auch. Der Dauerauftrag läuft. Jawohl, ja. Alles klar. Gut. Also, das schauen wir. Wer, Wunsch, wer Wunschmärkte hat, bitte direkt rein auch in die Chats auf Facebook und auf Zoom. Das läuft ja alles immer automatisch. Ich sage es nur noch mal dazu, dass das Ganze gerne von mir entsprechend auch besprochen wird. Und ich sehe schon auf Facebook kommen die Likes. Also, schön. Das freut mich. Hervorragend. Gut. Wir machen weiter mit dem Risikohinweis. Ich bitte wie immer in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und dann kommen wir jetzt zu den Nachrichten. Heute gibt es nicht viel. Die Märkte sind mehr oder weniger sich selbst überlassen, bis auf einen Event. So, und dreimal dürfen Sie raten, was heute ist. Ich sag nur so. Wir haben den dritten Monat im Jahr. Wir haben den dritten Freitag im dritten Monat. Was ist das? Frage in die Runde. Los, gebt mal zurück. Was haben wir heute? Ich warte kurz. Ich hoffe, das ist bekannt. Haben wir jedes Quartal immer am dritten Freitag vom dritten Monat im Quartal. Na? <laughs> Witching. Korrekt, Leute. Wir haben heute den großen Verfall. Das heißt. Da kann es schon mal ein bisschen ruppig werden. Ich bin gespannt, wie es nächste Woche weitergeht. Heute, wie schon gesagt, verfallen äh, die Futures. Das ist der Hexensabbat ganz normal. Jawohl, auf Facebook kommt es jetzt auch runter. Ja, zumindest ein paar Leutchen wissen das. Es ist schon äh, wichtig, wenn gerade die kurzfristigen Trades unterwegs sind, dass es da auch manchmal zu Anomalitäten kommen kann. Ähm, und das werden wir heute mit Gespanntheit entsprechend auch sehen. Wie schon gesagt, bei uns in Deutschland ist es bei den Indizes hier heute um 13 Uhr der Fall. Ansonsten, wir sehen es hier, der Erzeugerpreisindex steht bei 0,7%. Heute gibt es noch eine kleine Rede von einem EZB-Mitglied, Bank of England-Mitglied gibt es auch eine Rede um 14 Uhr. Und dann gibt es die Big Boys hier, die CFT Reports oder die COT Reports so rum für die Futures. Mehr steht heute an dieser Stelle nicht an. Wir bleiben aber bei den Nachrichten und schauen mal auf die Termine, äh, die wir diese Woche hatten. Und da sehen wir doch einige Zahlen, die uns durchaus für die Zukunft auch positiv, äh, sage ich mal, leiden können. Angeführt am Montag von China. Die Industrieproduktion äh, ist dort um 35 Prozent gewachsen, lag auch über den Erwartungen der Analysten. Bei uns in Deutschland auch da sehr, sehr schöne Zahlen von den Konjunkturerwartungen. Da hören wir ja momentan aus, der Konjunkturseite nicht wirklich viel Gutes, zumindest was hier bei uns in Deutschland ist, ganz klar. Was dort reinfällt, ist natürlich jetzt die Erwartungen. Das ist das Positive für die Zukunft. Und wir haben auch viele Bereiche, wo es recht gut läuft. Das ist im Großteil auch das, wo exportiert werden kann, beispielsweise entsprechend nach China. Und das äh, ist natürlich schön. Was nicht schön ist, ist ganz klar. Gastronomie, Hotelgewerbe, ähm, Leisure, wie man das so schön nennt. Also alles, was mit Freizeit zu tun hat, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ähm, und äh, aber auch dort wird äh, in Teilen in die Zukunft auch positiv geschaut. Ich habe ja ab und zu mal auch Kontakt äh, zu Unternehmern mittlerweile. Ähm, das ist komischerweise gewachsen jetzt während der Krise, dass man doch mal mit Unternehmern spricht. Äh, ich plane auch eine Ausbildung für Unternehmer zu machen im Finanzbereich, wenn die äh, sag ich mal, Corona-Sachen wieder zulassen, dass man sich irgendwo vor Ort treffen kann, dann werde ich mir mit ein paar Unternehmern zusammensetzen und sagen: Leute, guckt mal, so könnt ihr eure Finanzen vernünftig gestalten. Ähm, das ist halt ein ganz, ganz, ganz wichtiger Fakt und äh, das habe ich halt in der Bank gelernt. Aber nichtsdestotrotz, sogar die sagen: Okay, die Lage ist zwar momentan extrem prekär und das gefällt uns alles andere als gut, aber. Wenn wir in die Zukunft schauen, wir haben das bei der letzten Öffnung auch gemerkt, wenn dann irgendwann geöffnet wird, kommen. Die Leute zurück, äh, weil halt auch Geld noch vorhanden ist und das wird dann nachgeholt und deswegen schauen die doch recht positiv in die Zukunft. In Teilen ähm, die jetzige Lage ist aber alles andere als schön, also richtig heftig und das äh, da möchte ich in keinster Art und Weise entsprechend tauschen. Also ZEW Konjunkturerwartung aktueller Wert hier 76,6 aus den USA. Da gab es ziemlich schlechte Informationen zu den Einzelhandelsumsätzen. Die sind im äh, Februar ein ganzes Stückchen eingeknickt. Hier die Zahlen minus 2,7 bzw. minus 3%. Aus der EU gab es am Mittwoch äh, Zahlen zu den Verbraucherpreisen, die sind stabil bei 9% und das ist eine gute Nachricht für die Märkte, dass wir hier keinen Run ähm, dieser Zahlen auch erleben, dass die jetzt plötzlich stark durch die Decke gehen nach oben und das Monat für Monat, äh, sondern hier ähm, hat man eine relative Stabilisierung in Anführungsstrichen immer relativ. Der Zeitraum ist viel zu kurz dafür, um dort auch nachhaltig was auszusagen. Aber aktuell sieht es so aus, als wenn das so ein bisschen äh, geht. Das hat ja auch die Märkte etwas beruhigt. Baugenehmigung in den USA gab es dann am Mittwoch auch noch. Äh, die lagen, ja, sag ich sage ich mal unter den Erwartungen, auch ein bisschen unter dem vom Vormonat. Aber auch das ist jetzt nichts, was die Märkte dramatisch bewegt hat. Rohöl, die Lagerbestände sind angestiegen, ähm, äh, aber nicht so stark wie vorige Woche. Lag auch ein bisschen unter den Analystenerwartungen. Den Ölpreis hat es nicht geholfen, aber das scheint für den Ölpreis momentan äh, nicht die große Rolle zu spielen. Den Zinsentscheid der fett, der war wichtig, da gab es nichts. Die Pressekonferenz danach, da hatte ich ja gestern schon ein paar Worte zu gesagt, äh, die war schon interessant und sehr. Sehr, sehr wichtig, und ähm, Paul hätte ganz viel falsch machen können, aber er hat einiges richtig gemacht. Was wir erwarten können, ist dass die Fed weiterhin bei ihrem großen Ziel bleibt, eine Vollbeschäftigung erreichen zu wollen. Was auch gesagt wurde, ist, dass die Zinsen am kurzen Ende äh, bis 2023, also wahrscheinlich erst im Jahr 2024, wieder angehoben werden. Das heißt, bis dahin soll der Zins auf Null bleiben. Das steht erstmal da. Das heißt, der Markt wird weiter mit günstigem Geld versorgt werden. Aber die Problematik, die natürlich besteht, ist, dass man nicht weiß, wie sich die Inflation entwickeln wird. Man geht davon aus, dass die nur kurzzeitig höher wird. Es gibt da dieses mix Tapering, dass man einfach sagt, okay, man muss einfach schauen, wie die, wie die, wie die, ähm, wie die Anleihezinsen bzw. die Inflation sich entwickelt und da nimmt man einen Zeitrahmen und sagt, wir wollen da eine gewisse Durchschnittsinflation sehen und solange wie wir nicht über diese Durchschnittsinflation drüber laufen, werden wir hier am kurzen Ende nichts machen und da ist natürlich jetzt das Risiko, wenn die die Inflation zu stark ansteigt, könnte sich das negativ auswirken. Aber wie schon gesagt, das ist alles Handeln, Fahren auf Sicht. Man weiß nicht genau, wie sich das entwickeln wird. Das kann man nicht sagen. Ähm, man kann nur sagen, was passiert oder sehen, was passiert und darauf reagieren. Und das ist auch das, was die FED momentan macht. Und dazu haben wir auch was relativ Interessantes bekommen diese Woche, seitens der, äh, seitens der Europäischen Zentralbank. Da wurde nämlich auch gesagt, dass man abwartet, wie sich das von Powell, also von der FED auf die Märkte auswirkt. Das wird man wahrscheinlich im Juni sehen können, äh, wie das Ganze dann entsprechend äh, trägt. Dass man sieht, das ist auch immer ein bisschen Zeit verzögert. Das ist so der Unterschied zu den kurzfristigen Tradern, die immer alles sofort haben wollen. Aber in der Wirtschaft läuft es nun mal ein bisschen langsamer äh, das Ganze ab. Und deswegen braucht das Ganze auch etwas Zeit. Man wird sehen, die ähm, Europäische Zentralbank wird entsprechend reagieren. Man hat dort auch schon diskutiert über diesen Durchschnittsinflations- ähm, Bereich, aber das ist alles noch nicht in trockenen Tüchern, was man da macht. Es liegt als Diskussion auf dem Tisch. Mehr momentan allerdings noch nicht. Das also dazu und am Donnerstag haben wir bekommen, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und hier sehen wir, der Arbeitsmarkt ist weiter angespannt. Hier 770.000 neue Erstanträge, 700 waren erwartet, 725.000 waren es in der Vorwoche. Das ist schon nicht so gut und das ist natürlich auch eine Belastung für die Märkte. Positiv ist allerdings, dass gab es dann noch vom Thema Herstellungsindex. Wir haben ja gestern den Philipet Herstellungsindex bekommen und der hat sich positiv entwickelt, 51,8 nach 23,1 im Vormonat. Die Analysten hatten sogar mit einem kleinen hauchdünnen Rückgang an dieser Stelle gerechnet. Das sind sozusagen mal so Zahlen, Daten, Fakten aus der aktuellen Handelswoche gewesen. Ja, was haben wir noch? Wir haben natürlich jetzt noch die Wochenvorschau für die folgende Woche. Und da sehen wir, ähm, was hier kommt aus den USA. Steht nächste Woche, am Anfang der Woche, so ein bisschen das Thema ähm, Häuser auf der Agenda. Am Mittwoch bekommen wir den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe hier bei uns in Deutschland und in den USA den Auftragseingang für langlebige Güter und die Rohöllagerbestände. Am Donnerstag dann das BIP in den USA. Und das ist auch echt interessant. Wir sehen das hier, ähm, das Bruttoinlandsprodukt 4,1% wird erwartet. Die aktuellen äh, Schätzungen sind, dass die USA dieses Jahr um über 6% wachsen werden. Die Fed geht übrigens von einer Inflation in diesem Jahr von 2,4% aus. Das ist sehr, sehr spannend, wie sich das entwickeln wird. Und das Bruttoinlandsprodukt ist ja sehr, sehr wichtig für die USA. Und wenn die tatsächlich dieses Jahr mit 6% wachsen, dann sollte das auch eine positive Nachricht für die gesamte Weltwirtschaft sein. Auch für Deutschland, für das Thema Exporte. Also da sind wir mal gespannt. Das ist ein Wachstumsmotor. China ist auch ein Wachstumsmotor. Motor, die beiden zusammen, wenn die ordentlich losziehen, das ist schon positiv. Und genau das ist der Grund, warum auch die Unternehmer positiv in die Zukunft schauen, weil das wird auch kommen mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit. Hängt halt alles von den Vaccinen ab. Da gibt es ja momentan ein Hin und Her. Und ähm, ich sage an dieser Stelle, ruhig bleiben alles betrachten und in einem halben Jahr werden wir zurückblicken und sagen, ja, es war alles eine ziemlich holprige Zeit, egal wo man hinschaut, aber am Ende wird es irgendwo irgendwie gelöst. Also der Optimismus sollte uns hier nicht verloren gehen und mit dem Optimismus finden wir auch immer wieder gute Chancen hier zum Traden an den Märkten. Freitag gibt es dann noch den IFO-Geschäftsklimaindex und damit sind wir für die nächste Woche nachrichtentechnisch. In den wichtigsten Bereichen. Zunächst erst einmal durch. Gut, hätten wir auch das und damit. Ja, jetzt sehe ich auch die ganzen Antworten hier. Es ist bekannt, was heute ist. Sehr gut, das freut mich. Also, wir gehen jetzt, äh, ja, würde ich mal so sagen, in die Charts hinein und ähm, ich habe im, äh, im, im Blog-Eintrag für heute äh, hier sieht man es noch, habe ich mich mal mit den Zinsen beschäftigt, aber wie wir auch gerade sehen, äh, der Stereo-Trader hat gerade keine Lust mit uns zu arbeiten, er ist abgestürzt, Moment, ich lösche den einfach mal kurz raus, hoffe, <laughs> hoffe, dass er danach sofort wieder funktioniert, kurzen Augenblick, ich mache ihn einfach nochmal neu auf. Und dann schauen wir mal, was hier so wird. Es ist nicht das erste Mal, dass der heute abgestürzt ist. Ich hoffe, es geht wieder, dass das Ganze hier recht schnell wieder geht. So, da ist zumindest Die Daten werden geladen. Jetzt scheint es zu funktionieren. Also, passt auf: Was wir hier sehen, ist momentan äh, der Eurobund. Das sind mal die Zinsen die wir hier bei uns äh, in, in Deutschland haben. Ich habe das Ganze heute einfach mal als Vertretung mitgebracht, äh, damit man sehen kann, wie man äh, auf die Zinsen auch reagieren kann als, als Traderin und Trader. Ne? Denn auch hier gibt es Trends. Ich habe das Thema seit langem nicht mehr äh, hier bei Tickmill auf der Uhr gehabt. Ich schaue natürlich regelmäßig drauf, ähm, aber es lässt sich halt auch ganz gut traden, weil die Trends halt auch relativ stabil sind. Und deswegen mache ich jetzt hier einfach mal den Bildschirm groß. Äh, und wie schon gesagt, Wunschmärkte gerne auch rein. Ich habe heute wirklich mal den Fokus gelegt auf das Thema. Zinsen, wir schauen auch auf das Thema äh, der Indizes natürlich an dieser Stelle. Wir schauen uns den DAX an, wir schauen uns den DAU an, wir schauen uns auch den NASDAQ an. Zuvor allerdings heute kurz und knapp einfach mal eine Handelsidee zusammengefasst äh, für das Thema der Zinsen hier mit Blick auf Eurobund. Und da gehen wir zunächst erstmal ähm, kurz in den Tageschart hinein, damit man einfach mal sieht, was das denn überhaupt ist, was man machen kann und dass man hier wirklich auch schöne Trends hat, die man immer wieder traden kann. Ich mache das mal ganz kurz an hier, schaut es mal hier, Aufwärtsphasen. Kleine Aufwärtsphase, Abwärtsphase, das ist da. Und wenn man das mal im kleineren Zeitrahmen sich auch anschaut, da gibt es wirklich immer wieder schöne Trends, die gut tradebar sind. Und momentan aus aktueller Sicht sehen wir halt auch eins ganz, ganz klar hier, dass der kurzfristige Trend in die Unterrichtung zeigt und auch der mittelfristige Trend definitiv abwärts gerichtet ist. Und ich habe das gestern... Im Tagesverlauf schon gesehen. Ähm, deswegen habe ich hier den, die, die Handelsidee heute mal hier ähm, auf den Eurobund aufgebaut. Wir sehen es. Wir haben hier im kleinen einen Abwärtstrend und wir haben im großen den Abwärtstrend. Und was wir hier jetzt machen, rein ganz klassisch von der Trading-Idee, ist das, was wir immer tun. Wir machen quasi immer das Gleiche, nur in anderen, an anderen Stellen. Und schaut mal hier. Ich zeichne es einfach mal ein. Das ist hier. Das größere übergeordnete Bild hier von oben an bei Kursen über der 177 sind wir schön nach unten getradet. Was wir noch sehen ist in dieser Stelle hier der Abwärtsrutsch hier an diesem Punkt. Moment, ich zeichne es gleich nochmal gleich mit ein. Hier an dieser Stelle, schaut mal hier, das war dieser starke Rutsch nach unten. Dann sind wir mal deutlich drüber gegangen, haben hier auch ein wichtiges Zwischenlevel rausgenommen. Aber was wir hier im Tageschat auch sehen, ist, dass das Level hier oben. Dieser Verkaufsbereich um die 174,80, das ist weiterhin ein Widerstand. Und dieser Widerstand hat uns gezeigt, wir sind hier in die Nähe gelaufen. Ja, es war noch Platz, aber gleich wieder runter. Hier sind wir rangelaufen, gleich wieder runter. Hier sind wir rangelaufen, gleich wieder runter. Und was sich hier jetzt in der Zwischenzeit bestätigt hat, ist quasi ein ganz, ganz klassischer Abwärtstrend. Und da haben wir auf Tagesbasis diesen Schub. Nach unten mit laufen. Na, der ein oder andere, der kann jetzt natürlich sagen: Ja, gut, Seite, guck mal hier, äh, der Abwärtstrend hier. Wir sind ja aus charttechnischer Sicht über die Hochs drüber gelaufen. Damit ist er herausgenommen. Ja, das ist korrekt. Aus technischer Sicht sind wir darüber gelaufen. Aber was willst du jetzt mit dieser Information anfangen? Wir sind trotzdem weiterhin im Abwärtstrend verortet. Wir sind zwar kurz drüber gegangen, aber es wurde abverkauft und wieder abverkauft. Und jetzt haben wir hier fallende Tiefs. Noch keine fallenden Hochs, aber fallende Tiefs. Und das ist ganz klassisch ein Zeichen dafür, dass der Markt uns zeigt, er will eher runter als hoch. Und wenn wir uns das Ganze auf dem Tageschart mal noch anschauen, mache ich es mal ein bisschen kleiner zusammen. Wenn wir hier... Dann nach der Korrektur, die sich durchaus ausdehnen kann, wieder bis in den Bereich hier oben 17480. Wenn wir wieder rumdrehen und unten die Marke rausnehmen, um die 17290, ist der nächste Anlaufpunkt auf der Tagesbasis mal hier das Zwischentief bei 17180. Und wenn dann die Zinsentwicklung so weitergeht, das heißt, wenn die Zinsen weiter steigen sollten, ja, dann ist hier charttechnisch Luft unten rein bis 16972 und das sind durchaus Dinge, die man sehr sehr schön zum traden auch mit nutzen kann und wir schauen uns das ganze jetzt mal hier noch im kleineren Bereich an. Ich habe ja hier die kleineren Linien die noch drinnen liegen, was für uns der wichtige Bereich ist. Und da sehen wir einfach mal hier im Stundenchart, worauf es da ankommt. Und auch im Stundenchart können wir sehr, sehr schön sehen, was hier passiert. Schaut hier, das ist der valide Abwärtstrend. Der ist da. Was sehen wir noch? Wir sehen hier, das ist der Bewegungsarm nach unten. Der ist natürlich auch getrendet. Und der wichtige Bereich ist jetzt natürlich erst einmal hier dieses Level um die 173,45 hier, das war hier drüben quasi Unterstützung, hier auch, dann sind wir durchgerauscht, dann ist es Widerstand, jetzt sind wir hier leicht drüber gelupft, das heißt dieser ehemalige Widerstand muss jetzt mal verteidigt werden, dass wir hier ohne weiteres ähm, die, äh, die Ausdehnung nach oben hin bekommen und wenn das so bleibt, wir sind ja jetzt nachhaltig drüber gestiegen. Dann ist der nächste Anlaufpunkt mal hier, dieses Zwischenhoch um die 173,97. Und wenn das Durchatmen weitergeht hier, dann 174,45. Das sind die schönen Hochs, die wir hier auch in den kleineren Zeiteinheiten sehen. Und die können wir gut zum Traden nutzen. Wie schon gesagt, übergeordnet, das Bild abwärts gerichtet. Aber wenn hier an diesen Stellen halt Kauforders warten, dann sollte es den Markt auch ein Stück nach oben treiben. Wenn der Markt allerdings wieder rumdreht, und wenn er schwach bleibt, sehen wir das schon hier bei 173,97 an diesem Zwischenhoch. Dann können wir uns mit der Unterseite beschäftigen. Und einfach nur mal hier auf das Thema im Stundenchart genommen. Erster größere Anlaufbereich hier, das Zwischentief, bei 172,90 und danach hier, da sehen wir auch im Stundenchart, da ist nicht wirklich viel, was entsprechend da hält. Das heißt, da ist der Weg relativ frei unten rein bis in die 171,80. Und weil wir das Thema hier nicht so oft besprochen haben, wird sich der ein oder andere jetzt fragen: Mensch, kann man das Ding denn nicht auch im Intraday-Handel traden? Na klar, das geht. Schauen wir uns mal die kleineren äh, Zeiteinheiten hier noch an. Fünf Minuten und da sehen wir es. Da sehen wir schön entsprechend die Trendverläufe. Ja, es ist ganz einfach, ganz klassisch da. Das sehen wir auch und wir können uns auch im kleinsten Bereich daran auch orientieren. Und was wir hier sehen, ist nun mal momentan ganz klar der Aufwärtstrend. Der ist hier da. Das ist die Gegenbewegung und solange wie der intakt bleibt, können wir ohne Probleme weiter nach oben laufen. Und wir sehen es ja auch hier. Die Marker, die wir da haben, schaut mal hier, dieses Level, wo wir gerade rangelaufen sind, das war hier drüben nach dem Gap nach unten der Aufhaltebereich und dann kam der Rutsch und da war es jetzt halt hier wieder ein Widerstand. Und wenn wir hier an dieser Stelle wieder runterfallen sollten zum ehemaligen Widerstand, dann. Der Verkauf stattfindet, dann können wir uns im kleinsten auch zur Unterseite orientieren. Hier an dieser Stelle. Also es kommt ja auch immer darauf an, wie die eigenen Setups sind. Anlaufmarker hier, das ist sehr nah, sehr klein. Aber wenn man genügend Positionsgröße schiebt, mag sich das für den einen oder anderen auch lohnen. Hier ungefähr grob die 173,45, äh 35 Und hier haben wir es auch schon drin: 173,05. Das sind Anlaufmarker die wir aus dem kleinsten planen können und das kann man gut und gerne nehmen also man hat da das Fahrwasser wo man durchaus das ein oder andere machen kann hier an dieser Stelle hier also das ist das was wir sehen und äh, ja was wir gut und gerne zum Traden mit nutzen können. Das mal so ein kleines Roundup zum Thema äh, der Zinsen hier in diesem Bereich und was bei den Zinsen ähm, halt wirklich auch interessant wird. Jetzt muss ich mal kurz schauen, dass ich das mal schnell rüberziehe. Kurzen Augenblick, da muss ich mal das Fenster nochmal öffnen in dem ganzen Absturz. Äh, vorhin ist mir auch der, die Seite hier mit meinen Zinsen abgestürzt. Kurzen Augenblick. So, da muss ich mal kurz schauen. Die 10-jährige. Bundesanleihe, zehnjährige Zinsen Deutschland. Jetzt, da haben wir es. So, passt auf, ich will euch das nur mal ganz kurz zeigen. Ähm, und zwar haben wir hier, nehmen wir mal kurz das, schaut mal, wir kommen äh, im Bereich der Zinsen äh, ganz klar äh, hier mit diesem, mit diesem, mit diesem äh, Chart, was wir hier sehen ist, wenn wir uns das mal beispielsweise auf Jahresbasis anschauen. Ähm, wir sind jetzt hier momentan, wartet mal, kann man den Chart ein bisschen größer gestalten? So, jawohl, ja. Also, passt auf, was wir hier sehen, äh, der Zins, der jetzt da ist, der steht bei minus 0,29 hier oben, ja. Das ist lächerlich, ja. Das, das, das zieht, das, 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 äh, das ist äh, einfach äh, nichts, ja. Es ist immer noch Negativzins, ja. Aber äh, wenn wir hier einfach mal sehen. Ähm, wo wir im Tief standen, dass wir im Tief bei minus ähm, grob 0,85 standen äh, und jetzt halt bei der 0,29 stehen, dann sieht man halt hier auch schon einen Anstieg sozusagen der Zinsen. Ja? Und dieser Anstieg, der, der wirkt sich halt auch auf die Renditen entsprechend aus, die wir hier an dieser Stelle immer wieder sehen. Und das ganze Thema. Das schauen wir uns gleich dann auch nochmal an ähm, in diesem Zusammenhang. Was sind denn Anleihen? Was sind Zinsen? Was sind Renditen? Das muss man da wissen, um das Thema zu verstehen, weil der Zinschart entwickelt sich entgegengesetzt zu dem Anleihechart. Ne? Also das ist ganz, ganz wichtig ähm, und dieses, diesen Zusammenhang zu verstehen. Das ist, ähm, ja, sag ich mal, ein eine ganz, ganz wichtiges ähm, Tool, was wir als Trader entsprechend brauchen. Bevor wir das allerdings machen, schauen wir jetzt mal ähm, noch auf die Indizes bzw. auf das WTI. Wir gehen mal ganz kurz hier zum WTI und danach machen wir den Blick auf die Indizes und den letzten Index, den wir uns heute anschauen, das ist der NASDAQ. Und nach dem NASDAQ gehen wir dann direkt auch in das Thema der Zinsbesprechung rein. Also... Schauen wir einfach mal hier. Da haben wir das äh, XTI. Hier an dieser Stelle ist der Stundenchart. Hier an diesem Punkt. Also gucken wir uns mal kurz den Tageschart an. Und da habe ich ja gestern auch gesagt, wir hatten die zwei Marken. Ähm, hier oben die 66,18 und wir hatten äh, im letzten Mal das Brenn besprochen. Und hier unten äh, die 63,07. Und da haben wir halt auch gesagt, wenn wir hier an dieser Stelle durch die Unterseite durchrutschen, gibt es nicht viel, was hier hält. Größerer Zielbereich hier unten das Level 59,20 und hier 59 ein paar eine 50. Und wo sind wir hingelaufen? Da gab es wirklich kaum was, das aufhalten konnte. Deswegen auch aus technischer Sicht der Rutsch unten rein. Jetzt ist es halt extrem wichtig zu sagen, wie geht es hier weiter. Denn wenn wir uns den Trend mal anschauen wollen, der Trend an sich, der Aufwärtstrend, ist schon noch intakt, ja, der größere. Aber wenn wir uns den kleineren mal anschauen wollen den habe ich hier mal eingezeichnet wenn wir tatsächlich unten rauslaufen technisch ist das ding jetzt gebrochen ja also hier unten rein die frage ist halt einfach nur nimmt der Markt den Bruch an und schiebt es noch weiter nach unten, dann könnte es dann relativ schnell hier in dem Bereich 54 bis 50 Dollar unten reingehen. Also äh, das, was wir hier haben, in diesem Level habe ich getroffen hier, also dieses hier äh, in diesem Bereich. Das ist mal, was haben wir hier unten unten um die 51 bis 53, 50 oben rum? Das könnte da schon durchaus reingehen. Und wenn wir uns da mal den höheren Zeitrahmen anschauen wollen, schaut mal, das ist auch der wichtige Auffangbereich. Also da ist schon noch einiges an Luft zur Unterseite was nach unten hin abgefrühstückt werden kann. Ja. Wichtig ist halt, was macht der Markt jetzt und hier. Das ist ganz, ganz klar. Es gab gestern ähm, keine, sag ich mal, brutalen Nachrichten, wo man sagt, okay, das Ganze ist gerechtfertigt. Zumindest habe ich noch keine gefunden. Es kann sein, äh, dass ich hier was übersehen habe, aber ich habe jetzt keine Nachricht gefunden, wo man sagt, okay, der Ölmarkt ist jetzt in Panik. Und wenn das nämlich gekommen wäre, dass die Panik auch Grund sozusagen da ist, dann wären wir heute auch nicht ein bisschen auf Erholungskurs, sondern dann würden wir schon deutlich tiefer stehen. Das ist momentan nicht so. Das ist jetzt Charttechnik. Da kann es jetzt deutlich nach unten gehen, wie schon gesagt. Der größere Auffangbereich ist hier und das Bild, was wir uns halt im WTI auch immer angeschaut haben, jetzt als letzter Sicht ist halt das große, ja. Und das große kommt halt aus der Woche und wenn man mal sieht, wie stark und weit die Woche gelaufen ist. Dann ist es ganz klar, dass man irgendwann mal zurückkommt und die Anlaufpunkte hier hat. Das ist halt das Leben als Trendhändler. Je nachdem, welche Trendgröße man sich raussucht, muss man halt auch irgendwann mal damit rechnen, dass es zu solchen Rückschnappern kommt. Und da kommt es halt dann drauf an wie man sich darauf einstellt, wie man mit den Positionsgrößen arbeitet ähm, und das Ganze hier entsprechend mitlaufen lässt. Und je länger äh, so ein Trade laufen soll, je kleiner sind ja auch die Positionsgrößen, je kürzer ein Trade läuft, je größer ist die Positionsgröße äh, in der Regel. Das sind alles Faktoren, die spielen hier zusammen. Aber aus technischer Sicht, wie ich schon gesagt, laufen wir hier unter um das Wochentief drunter dann würde es mich nicht wundern, wenn wir hier in den Bereich 5150 bis 5350 durchfallen könnten und dann dort irgendwo eine Konsolidierung bekommen. Wird sich zeigen, bleibt auf alle Fälle sehr sehr interessant, Ein sehr sehr schöner Markt zum kurzfristigen traden und wenn wir uns hier mal dazu noch den Stundenchart kurz anschauen wollen, da sehen wir halt auch hier, die Dynamik war schon ziemlich heftig und die kleineren Anlaufpunkte oben, die man hat, sollten wir es schaffen tatsächlich hier jetzt schon äh, über die 60 50 drüber zu laufen haben wir hier die Haltepunkte und da sind wirklich da ist nicht viel erkennbar hier äh, und äh, es ist auch alles andere als sicher dass wir heute schon eine Umkehr sehen aber hier wenn wir uns uns mal anschauen mal den Rutsch nach unten äh, das ist interessant wenn es tatsächlich hier über die 60 50 drüber geht ist dann Luft Richtung 61 14 erstmal da aber aus aktueller Sicht wenn wir uns diesen letzten Schub nach unten anschauen das hier ist ein Abwärtstrend der kleine der ist intakt hier der Trend ist auch abwärts gerichtet und das muss man einfach auf der Uhr haben. Wir schauen mal kurz in den 5-Minuten-Chart rein. Da sieht es momentan alles andere als nach einer Umkehr aus. Wir sehen es hier: die Korrektur lief hier nach oben, die ist schon wieder abgelöst durch einen Gegentrend. Der setzt sich unter 59,20 fort und wenn wir da dann wegrutschen, dann sieht es erstmal so aus, als wenn wir durchaus mal hier die Wochentiefs nochmal antesten werden und den Markt etwas tiefer runterschieben. Also einiges möglich hier im WTI, Kürzel XTI für diejenigen, die das Brand traden. Da sieht es genauso aus. Die Zahlen sind ein bisschen anders. Das Bild ist haargenau das gleiche. Ne? Das ist mal der große Rutsch im WTI, äh, im Brand von gestern. Den Tageschart, wenn wir uns den mal anschauen wollen, da haben wir ja die Level entsprechend auch noch mit drinnen liegen, die wir hier haben. Und da sehen wir hier auch die 6330, ist hier der wichtige Auf. Auffangbereich, das ging gestern auch wieder und hier muss man auch sehen, wie es weitergeht unter den wochen hier an dieser Stelle auch hier unten dieser Schwangbereich, dieser Schwungbereich, den wir hier haben in diesem Level hier unten drinne. Das ist der wichtige Bereich und wenn wir uns das mal kurz auch auf der Woche anschauen, das sieht genauso aus das Bild ja weiter Hochlauf im Aufwärtstrend hier und der größere Auffangbereich, den sehen wir hier ganz klar. Danach können wir uns richten, mal schauen, wie es da unten losgeht in dieser Stelle. Also, das passt ganz gut und hier noch ein kleiner Hinweis: ähm, Wer das Öl im Langfristchart tradet, ist besser damit aufgehoben, auch die längerfristigen äh, Kerzen zu beantworten oder zu beobachten. Denn wenn man sich so einen Markt plötzlich im Minutenchart anschaut, aber der eigentliche Kontext ähm, auf der Woche oder dem Tag liegt, dann kann man hier verrückt werden, wenn man solche Schwankungen sieht. Ähm, und das ist halt immer so die Frage, kommt die Psyche damit zurecht oder nicht? Das heißt hier immer schön schauen, dass der betrachtete Chart auch... Zur entsprechenden, ja, sage ich mal, Strategie der aufgesetzten Trades im Portfolio mitläuft. Das ist der Blick ins Öl. Und jetzt machen wir weiter zunächst mit dem DAX. Hier der DAX in der Stunde. Wir gehen zunächst aber mal auf dem Tageschart drauf. Gestern haben wir gesehen, wieder ein neues Allzeithoch geschrieben. Dann ging es erst mal runter. Und jetzt geht es so, naja, wir halten uns auf relativ hohem Niveau, muss man mal so sagen. Wenn wir uns den DAX anschauen, das sehen wir auch, wenn wir den Dow beispielsweise auch anschauen, Anschauen. Da haben wir momentan nicht so äh, diesen extremen Abwärtsdruck, wie wir das im Nasdaq sehen. Und der Nasdaq ist halt in aller Munde, weil das ist der Power-Index gewesen, äh, den wir in den letzten Jahren immer wieder als Richtungsführend hatten. Und ich bin mir relativ sicher, der wird auch wieder eine ganz, ganz starke Position in der Zukunft einnehmen. Aber solange wie das Thema mit den Zinsen noch nicht durch ist, wird der weiter ja wirklich auch Probleme haben. Ja, und das ist ganz klar. Das dürfen wir nicht wegtreten. Der DAX an sich, wie schon gesagt, heute haben wir hier äh, den großen Verfall. Da müssen wir mal absehen, was wird aber an sich gesehen oder an sich genommen. Äh, haben wir hier einen schönen, stabilen Aufwärtstrend und dieser Aufwärtstrend ist intakt. Wir haben auch zwischendrin eine kleine Korrektur gesehen hier. Ich skizziere das einfach mal kurz ein hier mit dem kleineren Zeitraum und schaut mal hier, das ist der Bewegungsarm schön unten gestartet bei 13.650. Hier gab es die Korrektur rein unten auf dieses kleine Zwischentief so grob um die runde Marke von 14.400 und ähm, das Ganze hier, äh, ja da oben sind wir schön. In der Bewegung drinnen ähm, Korrekturmöglichkeit ohne weiteres 14400 Punkte mal anzutesten wäre eine saubere Korrektur auf den letzten Bewegungsarm. Und wenn wir das sehen, ist das alles gut. Schauen wir uns das letzte Stück an dieser Stelle noch mal hier im äh, kleineren Kontext an, nämlich im Stundenchart. Da sehen wir hier, das ist der schöne Auflauf gewesen. Oben hin sehen wir auch sehr, sehr schön den Trend hier oben rein. Moment, hier haben wir es, also hier immer abwechselnd die steigenden Hochs und unten. Die steigenden Tiefs und was wir jetzt hier sehen, die Verordnung hier unten, das ist das Unterstützungsniveau momentan. Wenn der Markt dort drunter fällt, unter dieses Level, legen wir mal kurz eine Marke rein, also hier unter diese Marke von knapp 14.660 Zähler, dann haben wir Potenzial zur Unterseite rein. Der nächste größere Ausbruchbereich, den sehen wir hier. Dieses Level, naja, das können wir mal, ich muss das mal ein bisschen breiter fassen, beziehungsweise äh, für diejenigen, die das stört, das breiter zu fassen. Es ist halt, wie es ist. Es ist ein Schwungbereich. Ne? Das haben wir hier. Das haben wir hier, das haben wir hier. Also so ganz grob der Bereich zwischen 14.590 und 14.600, das haben wir hier oben 20 rum äh, in diesem Drehbereich. Das ist der größere Auffangbereich, wenn wir hier tatsächlich in eine Abwärtssequenz starten. Das haben wir da. Und als nächstes, wenn das nicht hält, können wir uns auf die Zwischentiefs konzentrieren und die haben wir halt hier unten liegen. Ne? Also einfach die los raussuchen, wenn es tatsächlich tiefer runtergehen sollte hier im Stundenchart Richtung 14.400. Haben wir auch noch ein paar Drehbereiche, die wir gut und gerne äh, dazu nutzen können, <laughs> um die Positionen hier zu steuern, das Money-Management zu machen? Aber wie schon gesagt, momentan muss erstmal die Entscheidung fallen, was überhaupt kommt. Ja, die Handelseröffnung ist zunächst erstmal nicht von extrem hohem Abgabedruck gezeichnet wir matten mal was heute zum Hexensabbat entsprechend passiert hier bei den Indizes. Das der Blick auf den Dax und jetzt gehe ich mal kurz von dem deutschen Dax auf den Dow Jones und den hatte ich ja auch schon miteinander hier besprochen. Wir haben gerade auch drauf geschaut hier der Dow Jones weiterhin verortet sehr sehr schön in einem stabilen Aufwärtstrend. Wir sehen es hier, dass die letzte Bewegung auch nach oben und das ist natürlich etwas Entschuldigung, sehr, sehr schön ist, zu sehen, ähm, wie das Geld entsprechend fließt. Das heißt, wir sehen es momentan, dass Umschichtungen an den Märkten stattfinden. Der Nasdaq wird verkauft, solidere Werte, wie sie halt im DAU auch drin sind, werden gekauft. Und das alles äh, zusammengenommen, gibt halt das Bild, dass der DAU schön den Aufwärtsschub bekommt und auch im Dau mal kurz der Blick hier noch in den Stundenchart hier schön die letzte Bewegung auch nach oben hin gesehen. Moment, hier das Ganze noch mal kurz runterziehen. Das ist die Bewegung hier von unten nach oben rauf gewesen und wenn wir uns das mal eben noch in der Stunde anschauen wollen, da sehen wir auch hier entsprechend noch den Trend, wie hier zur Oberseite hingelaufen ist, aber auch hier gibt es so ein bisschen, naja, ich sag mal, durchatmen an dieser Stelle ein relativ wichtiger Supportbereich an diesem Punkt wäre erstmal hier äh, dieses Level was wir hier liegen haben dieser Schwungbereich hier unten der ist erstmal interessant zu sehen was um die Marke hier grob unten rum was haben wir hier unten liegen ungefähr die Marke von 32770 bis 780 Punkten was da passiert wir sehen es hier die Kleinere Sequenz, die wir hier haben, dieser Trendkanal an sich, der hat sich hier ein bisschen verlagert zur Seite hin. Der Trend an sich im kleinsten Bereich hier, der Aufwärtstrend ist weiter intakt. Der kleinere ist hier aber so ein bisschen rausgenommen. Ne? Wir hatten hier das letzte Zwischentief. Jetzt sind wir hier runtergerutscht, was jetzt natürlich interessant wäre zu sehen, was passiert mit dem Trend, den wir hier haben. Sollten wir hier auch in einer, sage ich mal, abwärtssequenz runterfallen, also hier, wenn wir aus diesem ersten Schub, was wir hier gehabt haben. Hier die Seitwärtsphase zur Unterseite reinbringen und der Markt tatsächlich hier diesen Bereich um die 32.775 abverkauft, dann können wir uns schön zur Unterseite orientieren und die Level, die wir da dann haben, ist das, was ich hier auch schon eingezeichnet habe. Schaut mal hier, möglicherweise dieser Kaufbereich, wo wir hier dieses kleine Zwischentief unten gehabt haben, um die. Rein äh, 32.626 und dann hier schön die kleinen Zwischentiefs mit annehmen. Da haben wir einiges an Schwungleveln da, die da durchaus interessant sind. Hier die 32.398, also auch hier eine runde Marke, knapp 32.400 Punkte und dann hier drüben das Level bei 31.721. Was haben wir da? 42. Das sind mal so die Marker, die wir da, da haben. Ich mache mal kurz hier noch die Linien raus, die jetzt hier so ein kleines bisschen stören und dann ziehe. Man einfach die Linie nochmal hoch hier und dann haben wir es sauber auch drinnen für die, die sich im Nachgang anschauen. Und das interessante, hier nochmal so ein kleiner Hinweis auf das, was wir hier sehen. Ähm, wir haben natürlich auch noch hier die kleinen Anlaufpunkte, äh, aber wenn wir uns mal den Trend an sich anschauen, diesen Aufschwung, den wir hier nach oben gesehen haben, schaue ich da sehr, sehr gerne auf die relevanten Zwischentiefs. Und die haben wir halt hier. Schaut mal, hier unten hat es angefangen. Dann hat sich der Dau wirklich sehr, sehr schön nach oben mit gearbeitet hier im großen Bereich ran ne? das sieht man immer sehr sehr schön hier ging es rauf bis in diesen Bereichen etwa korrektur hier diese level die haben wir da entsprechend ne? und dann zog der markt so schön nach oben rauf das ganze zu sehen hier und das hier war das erste oben wo wir gesehen haben jetzt könnte es ein bisschen unruhig werden aber wenn die unterseite tatsächlich kommt dann haben wir halt diese level da und interessant zu sehen ist wirklich wo diese haltelevel auch sind das passiert sehr sehr häufig dass der genau an diesen alten Ausbruchslevels umdreht. Das haben wir hier gesehen, Ausbruchslevel. Das haben wir hier gesehen, Ausbruchslevel. Das haben wir entsprechend hier gesehen, Ausbruchslevel. Also, das ist schon interessant hier auch in dieser Situation. Da haben wir hier drüben ein kleines Ausbruchslevel gehabt, hier im kleineren Bereich. Also, das ist schon interessant zu sehen, wie das Ganze funktioniert und dass der Markt solche Level auch beachtet. Und das ist schon ein relativ positives Zeichen, um das Ganze hier an dieser Stelle auch noch mitzunehmen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass man hier. Sowas für die Planung auch nutzt, zu schauen, wie verhält sich denn der Markt an bestimmten Preisleveln. Und damit schauen wir jetzt mal noch auf den NASDAQ obendrauf. Das heißt, hier haben wir den Nasdaq im 5-Minuten-Chart. Wir gehen allerdings zunächst erstmal kurz äh, in den Tageschart rein. Und auch hier lösche ich mal ein paar Linien aus dem Chart raus. Viele Sachen brauchen wir hier jetzt gar nicht mehr. So, und damit ist der Chart ein bisschen aufgeräumter. Und das, was wir jetzt mal brauchen, ist. Der Blick aufs Wesentliche und wenn wir uns mal aufs Wesentliche konzentrieren wollen, dann müssen wir jetzt momentan immer noch beachten, dass der Nasdaq in einen intakten Abwärtstrend verharrt. Ja, das, das darf man, das darf man bitte nie vergessen. Bei, bei aller Euphorie, ich, ich meine, ich weiß ja genau, wie sich das anfühlt, wenn du als Trader vorm Desk sitzt und sagst: Oh Gott, was mache ich jetzt nur? Ja, der Markt läuft runter. Und dann läuft er wieder hoch und jedes Mal, wenn der Markt hochläuft, verpasse ich das. Und dann springt man irgendwo in diesen Move nach oben rein und ist auch noch dann im Gewinn. Und dann kommt plötzlich wieder so ein Tag wie gestern, wo man sich dann sagt, oh, das kann jetzt echt nicht wahr sein. Massive Abwärtsdynamik, da reißt es alles nach unten nieder. Ähm, woran liegt das denn? Ja, und das ist technisch bedingt normal wir haben deutlich größere Schwankungsbreiten man muss einfach auch sehen dass gerade mit Blick auf den Nasdaq an sich dass wir im Nasdaq einen einen oder mit dem Nasdaq haben wir einen Markt ähm, der ist halt der ist halt deutlich stärker an der Anstiegsseite gewesen und bei solchen Märkten die sag ich mal wo auch ganz ganz viele Wachstumsdynamiken mit drinne sind für die zukünftige Entwicklung bei so einem Markt hat man immer wieder Korrekturen, die, ich sag mal, mit dem Faktor anderthalb bis drei stärker korrigieren, als dass der allgemeine Markt tut. Und hier in dieser Situation, wie wir es jetzt haben, ähm, haben wir halt noch die Sondersituation, ähm, dass das Thema der Zinsen auch mit zu Buche schlägt. Und ähm, das Thema Zinsen wirkt sich halt direkt auf die Bilanzen aus, weil äh, die direkt auch das Thema des des Cashflows äh, in den Unternehmen bewirken. Denn Zinsen ähm, arbeiten mit dem Cashflow. Das heißt an dieser Stelle, ähm, der Cashflow ist wichtig äh, für die Unternehmensentwicklung. Und ähm, gerade der freie Cashflow, das ist ja das, die eine, eine der wichtigen Stellschrauben. Ähm, und wenn dieser freie Cashflow weniger wird, weil die Zinsbelastungen im Unternehmen steigen, dann hat das halt auch nachhaltige Auswirkungen auf die Bewertung auch der Unternehmen. Ja, und deshalb wird da entsprechend auch verkauft und in Teilen auch umgeschichtet. Und äh, gerade auch bei Unternehmen, die noch relativ jung sind, vielleicht auch gar keine Gewinne machen, weil sie alle, sage ich mal, also keine steuerlichen Gewinne, weil sie alles das, was äh, in die Firma an Geld reinkommt, ins Wachstum investieren und auch eine sehr, sehr hohe Kreditbelastung haben. Das führt dann natürlich dazu, dass diese Unternehmen noch deutlich stärker belastet werden durch steigende Zinsen. Und das ist das, was wir hier sehen. Ja, ganz normal im Nasdaq. Das heißt, aus, aus aktueller Sicht ähm, hier in diesem Kontext sehen wir halt den Abwärtstrend. Und der Abwärtstrend ist äh, entsprechend, im Moment, kleinen Augenblick, im höheren Zeitraum natürlich nicht, aber im kleineren Kontext ist der entsprechend da. Und das heißt an diesem Punkt, dass der Blick wieder in den Fokus rein und hier schaut mal, das ist momentan der Trend, der vorherrschend ist. Der große Trend, also das, was ich gerade jetzt hier eingezeichnet habe, diese dicke Linie, diese dicke grüne, das ist das, was aus der Woche kommt. Also wenn wir uns den Wochentrend mal anschauen, haben wir einen intakten Aufwärtstrend. Ne? Der ist da länger schon. Hier ging es stark runter, dann ging es hier wieder hoch. Der Trend ist intakt, wir haben steigende Hochs. Wir haben steigende Tiefs und wir haben ganz normale Schwankungen. Und das ist das, was wir in der Woche sehen. Aber auf Tagesbasis haben wir einen validen Abwärtstrend. Und dieser valide Abwärtstrend, ja, und das ist das, bitte unbedingt mitnehmen. Hier oben, dieser Bereich, das hier, dieses Band, 13.250 bis 13.450, oben irgendwo rum. Das ist momentan hier das ganz, ganz wichtige charttechnische Level. Was wir haben, wir haben noch ein zweites wichtiges charttechnisches Level und zwar ist das hier die momentan ähm, gesehene Unterstützung um die Marke bei grob 12.725. Da haben wir gesehen, hier ist der Markt von unten nach oben rumgedreht, aufgesetzt, hoch, aufgesetzt, hoch, hier gestern oder heute aufgesetzt nach oben. Was wir jetzt hier an dieser Stelle haben, ist ganz klar neben dem Risiko, hier oben wieder abzuprallen, die Chance, ein höheres Tief zu machen und dann tatsächlich einen Aufwärtstrend zu generieren, der dann wiederum in die Woche reingeht. Aus trendtechnischer Sicht wäre das dann das Umkehrsignal auf Wochenbasis und das wäre eine Hausnummer. Da müssen wir drauf warten, bis dort wirklich Ruhe einkehrt. Ansonsten im kleineren Bereich auch hier. Immer wieder die Situation, ich hatte das ja auch schon mal geschrieben, nein, diese Woche Dienstag im Wall Street Traders Lunch hatte ich drüber gesprochen, ist Zelda Bounce die bessere Strategie momentan. Und der Bounce geht halt momentan immer von unten nach oben. Und da hat der eine ein oder andere auch gesagt: Naja, äh, beide Dip ist doch auch cool. Ich sage ja, beide Dip ist cool. Ja? Und das funktioniert auch immer wieder. Die Frage ist halt einfach nur: In welchem Handelskontext gehst du wirklich oben raus? Oder wartest du, bis du oben drin bist, hoffst ja, dass der Markt rübergeht geht und riss dann das 1 eins auf die Nase und schließt die Position am Ende minus. Das ist die große Frage, ja. Und wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen im Nasdaq, ich lasse die, die Trends mal kurz reingehen, hier übergeordnet natürlich abwärts gerichtet. Und jetzt, pass auf, das ist das Wichtige. Das lasse ich jetzt mal nicht vom Tool zeichnen. Äh, die, die Daten, dass das Tool jetzt zeichnet, die sind schon okay. Aber <laughs> das, worauf ich schaue, ist, ähm, ist ganz klar der Trend und schaut mal hier, das war der Aufwärtstrend, den wir hier gehabt haben. Der ging bis hier rein. So, was haben wir jetzt? Dort hat man eine Korrektur. Pass auf! Und jetzt kommt's. Hier im Kleinsten hatten wir auch den Trend nach oben. Ja, das ist sehr sehr gut zu sehen. Ähm, und was wir jetzt die Situation haben, ist, dass wir hier, schaut mal hier, das war hier auf, ab, auf, ab, zack. Sagt. Das war das erste Mal so eine, eine Schulterkopf-Schulterformation. Die ist dann auch getriggert worden. Alles gut, alles schön. Das war so, so ein bisschen das erste Achtungszeichen, dass da nicht alles so günstig ist. So, Dann kam noch was anderes hinzu. Und zwar, der Move ging ja hier bis runter. Ja? Das heißt, man konnte hier ganz klar sehen, das war der erste Schub. Und dann wurde es interessant, was ist dann passiert. Wir haben hier plötzlich ein tieferes Hoch bekommen. Und dann ist der Markt angefangen, hier im kleinsten auch schon wieder nach unten zu traden und hat inzwischen hier wieder einen Abwärtstrend gemacht. Das heißt, das, was wir momentan hier in der Stunde sehen, ist ein valider Abwärtstrend zur Unterseite hin. Und das ist dieses Hickhack, dieses Hin und Her, was wir momentan haben. Und das zeigt uns halt, dass der Markt sich definitiv noch nicht entschieden hat. Jetzt laufen wir wieder so ein bisschen hoch. Und wenn wir uns das auf Tagesbasis mal anschauen, haben wir jetzt tatsächlich die Chance, hier ein höheres Hoch zu machen und nach oben rauf zu laufen. Und wir sehen ja auch, was der Markt hier macht. Er spielt momentan ganz, ganz klassisch. Die Bedeutung dieses Setups und wenn wir hier tatsächlich oben reinlaufen und ein höheres Tief generieren, wäre das schon ein sehr sehr starkes Zeichen und das ist das, was im Nasdaq hier heute liegt. Aus kurzfristiger Sicht mit Blick auf den Nasdaq wäre es jetzt erstmal interessant zu schauen, was passiert hier so grob um die Marke von 12.950 Punkten. Wenn es dort definitiv drüber geht, wäre das ein positives Zeichen und dann können wir uns im kurzfristigen Trading-Level, also hier auf der Oberseite mal hier so ein bisschen auf die kleinen Swing Highs draufsetzen hier. Was was wir hier haben, 13.000, um die 20 Punkte Marke, das kommt hier aus dem 5-Minuten-Chart, dieses Level, was wir da sehen, einfach mal den Chart gesehen, schaut man, das ist ein wichtiges Level hier, aus trendtechnischer Sicht, ein Umkehrlevel, ähm, das ist hier auf der Oberseite, also grob 13.020 Punkte, ich mache es mal noch in Rot, ähm, das können wir gut und gerne nehmen und dann nach oben die kleinen Zwischenhochs weitergeben, und die sehen wir immer wieder schön in diesen Drehbereichen hier, 13.000, knapp 70 Punkte, das haben wir da und dann auch eine der wichtigen Marken, wenn wir tatsächlich einen bullischen, dynamischen Tag sehen könnten denn hier das, das Drehlevel oben, um die 13.175 Punkte, ja? da sind wir schön von oben rumgekommen und dann dort oben, da kam der massive Schub nach unten, wenn wir das auch mal in der Stunde uns anschauen wollen, das ist tatsächlich auch das Level hier oben, schaut mal hier, ging es hoch, runter aufgesetzt, hoch, runter aufgesetzt, hoch und dann, rapp! Dann ging es nach unten. Das sind halt die relevanten Marken und auf diese schaue ich, weil dort entsprechend sehr, sehr viel Geld entsprechend ja, sozusagen auch mit äh, anzeigt. Äh, wir bekommen hier gerade noch eine Frage, könnten die Werte auf der senkrechten Achse nicht äh, deutlicher dargestellt werden? Ich habe absolut keine Ahnung, was damit gebeten wird. Also ich weiß es nicht, äh, welche Frage oder wa was ich deutlicher darstellen sollte. Ähm, ich äh, ja, weiß ich nicht. Ich kann es nicht sagen. Da bräuchte ich mal noch eine Info und wenn ich etwas deutlicher darstellen kann, dann mache ich das natürlich. Ich bin immer froh, wenn ich diese Informationen bekomme. Das mache ich sehr, sehr gerne. ne, Also da einfach noch mal kurz genau, ähm, welche Werte Sie meinen, ob ich hier noch was ändern kann, dann versuche ich das natürlich an dieser Stelle. So, damit wären wir hier mit dem Nasdaq in der Besprechung auch der großen Indizes durch. Ähm, jetzt geht es um das Thema entsprechend der Zinsen. Und beim Thema der Zinsen an sich. Sich, ähm, hatte ich ja gesagt, gibt es einige Sachen, äh, die man hier an dieser Stelle beachten sollte, wissen sollte, Zinsen verstehen. Zinsen verstehen äh, ist definitiv nicht kompliziert. Ähm, sind einfach ein paar kleine Fakten, die wir haben, ähm, die wir mit den Zinsen entsprechend ähm, ja im Kopf haben sollten. Und zwar beim Thema Zinsen. Ähm, da gibt es ein paar wichtige Sachen. Und zwar Nummer eins, das ist der Zinskupon. Ja. Gut, wer jetzt ein Sparbuch hat, da gibt es natürlich keinen Coupon. Da kriegt man dann einmal im Quartal oder einmal im Jahr, je nachdem, wie die Laufzeiten dort sind, den Zins ausgezahlt. Wenn man eine Anleihe hat, spricht man dann eher vom Coupon. Ne? Der Unterschied zwischen einem Sparbuch und einer Anleihe ist der, dass das Sparbuch, ja, das liegt bei der Bank, da kann man nur hin. Ähm, eine Anleihe, die kann man in der Regel über die Börse kaufen und verkaufen. Ja? So, und das ist auch das, was wir hier, äh, sage ich mal. Als Trader und Traderin nutzen können, wenn wir uns beispielsweise die, die Charts von den entsprechenden Anleihen auch anschauen. Also hier beispielsweise hier, das, das machen wir ja auch immer mal hier an dieser Stelle. Das sind mal so die, die Bonds, die wir da drinnen haben an diesem Punkt. Also hier beispielsweise die 10 die year notes in den USA, also so die 10-jährigen Anleihen. Das ist immer so ein wichtiges, ein wichtiges Schräubchen, eine wichtige Stellschraube hier an dieser Seite. Da sehen wir auch die Trends und das sind mal so die Kursentwicklungen der entsprechenden Anleihen, ne? die steigen oder fallen auch, wenn wir uns das Ganze mal kurz auf Wochenbasis anschauen möchten, sehen wir das Ganze auch. Ne? Da gibt es schöne Anstiege, Kursanstiege und hier geht es jetzt halt ziemlich stark nach unten und das, dieses ziemlich starke nach unten gehen, das ist momentan das was die Problematik für die Märkte entsprechend darstellt. Also das heißt an diesem Punkt, das ist das, was wir äh, hier jetzt miteinander auch gleich besprechen, ähm, um das Verständnis äh, dazu äh, herauszuarbeiten, ähm, warum äh, das entsprechend belastend für die Märkte ist, beziehungsweise was wir hier auch sehen, ist immer die große Herausforderung, ähm, wenn wir beispielsweise hier steigende Zinsen haben in den USA und äh, gleichzeitig der US-Dollar ansteigt. Wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen, hier den Chart vom US-Dollar, ähm, der ist schon entsprechend, wir gehen auch hier mal wieder auf den Tageschart drauf, der ist halt schon äh, in den letzten Wochen halt angestiegen. Die Anleihe, ähm, äh, die, die Anleihezinsen steigen auch ziemlich stark an und das ist halt wirklich ein Thema, äh, da muss man das Ganze mit auf der Uhr entsprechend haben und das ist hier das Thema. Was ist denn überhaupt ein Zins und bei einem Zins ist es halt einfach so Moment ich lege mir mal kurz die 10year Treasuries noch mit hin 10 zehnjährige Zinsen in den USA, dass wir das mal kurz sehen äh, können äh, hier. Das ist halt ein Thema. Ähm, da sehen wir schon ziemlich stark, dass wir hier äh, in einen Bereich reinlaufen äh, in den USA. Das sieht da ganz, ganz anders aus wie bei uns in Deutschland. Das sind jetzt hier mal die US-Staatsanleihen, ähm, die zehnjährigen. Und wenn wir mal sehen. Wo die letztes Jahr im August standen, hier unten bei ungefähr 0,5 Prozent, und sehen, dass wir jetzt mittlerweile bei ungefähr 1,7 Prozent stehen, das ist, schon, das ist schon ziemlich heftig. Und gerade auch der Anstieg da nach oben hin, der ist schon ziemlich stark auch zu sehen. Und das ist halt wirklich ein Thema, das ist nicht von schlechten Eltern. Man muss allerdings auch sehen, wo wir herkommen. Also, wir standen bei 2018, standen wir bei 3,2 Prozent. Jetzt sind wir bei 1,7, aber dieser starke Anstieg ist halt wirklich auch heftig und das ist halt ein Punkt, wo wir sehen, jetzt steigen dort die Zinsen an und gleichzeitig zu den steigenden Zinsen ähm, fällt der Chart. Moment, ich gehe mal ganz kurz in den Chart mit rein, hier, dann nehmen wir gleich mal den Chart für die 10-Jährigen, schaut mal, das ist halt etwas... Das ist ganz klar, das sieht man ziemlich stark: der Abstieg nach unten hin. Und ich gehe nochmal hier kurz auf den Wochenchart, wenn wir das einfach mal sehen. Der Absturz äh, ist schon nicht von schlechten Eltern hier. Und das ist genau das Bild, was man dort dann hat. Schaut hier unten, äh, als wir die Tiefs hier unten hatten, äh, hier, das ist das, was wir gerade auch bei den Zinsen gesehen hatten. Äh, die 10-Jahres-Zinsen, wo die bei 3,6 standen, war der Kurs hier sehr, sehr niedrig. Dann sind die Zinsen ziemlich stark gefallen. Dann sind hier die, äh, sage ich mal, Kurse ziemlich stark nach oben gelaufen. Äh, und dann ist jetzt der Markt wieder am rumdrehen, weil die Zinsen halt wieder steigen. Und das ist ein wichtiges Level. Und hier wird es halt dann interessant, auch aus charttechnischer Sicht zu sehen, fängt sich das Ganze hier unten oder wird weiter abverkauft. Und da schaut der Markt natürlich sehr, sehr genau hin. Und da kommen wir jetzt wieder mal zu dem Thema zurück, dass ähm, Zinsen äh, sozusagen ein, ein Risikoausgleich sind gegen einen Wertverlust des Geldes in äh, ja, der Zukunft sozusagen. Und das ähm, ist eine große, große Stellschraube, denn... Beispielsweise wirkt da auch die Inflationsrate, also die Teuerungsrate der Güter. Ja, also wenn man an sich ähm, einen Emittenten hat. Der sehr solide ist, wie zum Beispiel einen Staat wie die USA äh, oder auch Deutschland, äh, dann hat man sozusagen mal von der Seite her aus ein extrem geringes Emittentenrisiko. Ja, wenn man dieses Emittentenrisiko ähm, mal mehr oder weniger ausschließt, ja, dann ist das nächste Risiko, was da ist, tatsächlich das Preisänderungsrisiko. Das heißt, wie teuer steigt oder wie stark steigen denn die Preise für Güter in den nächsten Jahren an. Und der, der Zins an sich. Versucht und ich sage mit Absicht hier nur versucht, versucht diesen Wertverlust äh, mehr oder minder auszugleichen. Es, das funktioniert technisch langfristig gesehen nicht, äh, aber es ist ein gewisser Risikoausgleich. Das heißt, dafür ist der Zinskupon am Ende da. Das ist das Wichtige. Ja? Und wenn man das mal miteinander vergleicht, ähm, der, der, der Wirtschaftskreislauf, die, die, sag ich mal, die Wertschöpfung an sich, ja, die kommt aus der Produktion der Wirtschaft, die kommt aus der Weiterentwicklung der Menschheit äh, und nicht aus der Weiterentwicklung der Zinsen. Ja? Das ist ganz, ganz wichtiges Gut und das ist halt wichtig, auch immer im Hinterkopf zu haben. Das ist das Erste, das ist der, der Zins. Und das Zweite, was wir haben, ist, ähm, dass gerade bei, den, bei dem Thema der Anleihen, ähm, eine Anleihe hat einen Kurs. Ja, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Und da möchte ich, möchte ich mal kurz auf, eine, ähm, auf eine, einen Vergleich hier gehen. Wir gehen mal ganz kurz hier. Ich habe mal aufgemacht den, den, den Anleihefinder ähm, auf Onvista. Ich mache das Bild hier auch mal kurz im Video groß, dass man das sehen kann. Ähm, und zwar hier an dieser Stelle. Da sehen wir, dass wir hier. Moment, wo ist denn jetzt mein Schieber hin? Machen die hier nicht. Gut, also was wir hier sehen ist, ähm, an dieser Stelle nehmen wir hier mal diese, diese Anleihe hier. Äh, die hat einen Coupon. Von äh, 0,1%, ja, also man bekommt tatsächlich Zinsen oder hier kann man auch sehen, hier hat eine Anleihe, ähm, die läuft bis zum 17.04.25, ähm, die hat einen Coupon von 0,38%, das heißt, das ist der Zins, der ausgezahlt wird und gleichzeitig hat diese Anleihe einen Kurs von 103%, Prozent. das heißt, derjenige, der diese Anleihe vor, sage ich mal, zwei Jahren gekauft hat, äh, bekommt 0,38 Prozent Zinsen. So, und ähm, das ist das, was er bekommt. Wenn man diese Anleihe heute kaufen würde, äh, bekommt man auch diese äh, 0,38 Prozent. Muss dafür aber 103 Prozent bezahlen. Und so eine Anleihe wird am Ende der Laufzeit zu 100 Prozent zurückgezahlt. Das heißt, man bekommt den Zins pro Jahr von 0,38, hat aber, wenn man die Anleihe heute kauft, einen Wertverlust von, 0, äh, von, von 3%. Heißt also, man hat am Ende eine sogenannte Rendite. Und die Rendite ist das, was man erhält, wenn man am Ende alles zusammenaddiert. Das heißt, die Zinsen, die man bekommt, plus entsprechend die ähm, den aufschlag oder den abschlag den man bezahlt hat an der börse für den kauf oder den verkauf der anleihe und das ist sozusagen dann die, die rendite ja das ist ganz ganz wichtig zu wissen dass auch im anleihebereich der markt alles gleich macht ja das heißt wenn wir heute ein zinsniveau von äh, einem prozent haben und es gibt eine Anleihe, die 2% Zinsen zahlt und noch ein Jahr läuft. Dann wird der Preis dieser Anleihe deutlich höher sein und am Ende der Laufzeit bekommt man halt bis dahin die 2% Zinsen, aber man hat den Aufschlag beim Kauf bezahlt. Und dieser Aufschlag geht wieder raus, weil ich hatte ja gesagt, die Anleihe wird zu 100% zurückgezahlt und dann hat man halt diesen Abschlag und der bringt einen dann dazu, dass man am Ende genau die gleiche rendite hat wie jemand der diese anleihe schon deutlich vor einem gekauft hat das ist entsprechend die sogenannte rendite das ist der die, die marktangleichung sozusagen zwischen dem Zins auf die Anleihe äh, und der entsprechenden momentanen Marktsituation, weil der Zins der Anleihe ist in der Regel zumindest festgeschrieben, es gibt auch variable Zins, aber dieser ist festgeschrieben, aber der Markt verändert sich ja mit den Preisen und diese Preisanpassung, die findet dann statt, dass sich die Zinsen bewegen, das haben wir ja gesehen hier an dieser Stelle gehen wir noch mal kurz auf die Grafik drauf ein hier, die deutschen Zinsen auch auch hier bewegt sich etwas, sieht man ja, auch wenn wir noch ganz ganz anders unterwegs sind, aber das, was sich hier bewegt, ist im Ende auch genau das, was sich auf die Anleihekurse entsprechend auswirkt. Ne? Und das ist halt ganz, ganz wichtig, dass man das Ganze sieht. Und jetzt wird sich der ein oder andere fragen: Naja, die FED hat ja äh, hier an dieser Stelle schon gesagt, wir wollen in den Zinsmarkt gar nicht eingreifen. Aber wenn uns das zu bunt wird, dann kaufen wir halt einfach langlaufende Anleihen. Was passiert mit den langlaufenden Anleihen, wenn die Fed jetzt beispielsweise diese Anleihen kauft? Da wird jetzt dort an dieser Stelle nicht was am Zins passieren, ähm, aber es wird was am Kurs passieren, denn wir wissen das ja, das ist genau das gleiche wie woanders, wenn plötzlich die Nachfrage ziemlich stark ansteigt, ähm, dann wird das Angebot größer sozusagen und das wird sich dann auf die Kurse auswirken, ja und wenn wir dort dann sozusagen Kurssteigerungen haben, ähm, dann ist der Zins ja wie er ist und wenn die Kurse aber plötzlich steigen, von unten nach oben wieder raufkommen, dann beruhigt das so ein bisschen die Mehr weil dort entsprechend der Druck vom Zinskessel genommen wird, ähm, weil die Kurse wieder ansteigen und dadurch verändern sich die Renditen. Und das ist quasi das, was sozusagen dann gesteuert werden kann, dass man dort einfach sehr, sehr stark kauft an dieser Stelle und dadurch den, den Zinsanstieg zurückhält. Und das bringt dann die Entspannung für den Markt. Das sind Möglichkeiten, die die Notenbanken haben. Und das ist das, was wir auch schon angedeutet bekommen haben, dass das immer mal wieder passieren wird. Also, das hier an dieser Stelle der kleine Exkurs in das Thema Zinsen. Wenn es dazu noch weitere Fragen gibt, bitte gerne einfach melden, äh, gerne auch per Mail oder per, per also per Mail an investorschulede oder aber auch äh, hier gerne an äh, ja das Ganze entsprechend in Facebook. Man kann mich da ja auch persönlich erreichen. Wer mich sucht, einfach eine Freundschaftsanfrage Mike Seidel schicken, dann kann man es auch dahin gehen und dann gehe ich gerne hier in unseren Besprechungen noch einmal auf dieses Thema ein. Ansonsten sage ich an dieser Stelle diese Woche wieder Danke fürs Zuschauen. Wer es noch nicht gemacht hat, bitte liken und äh, teilen und äh, die entsprechenden Quellen auch abonnieren, da wird nichts verpasst. Danke dafür, allen ein schönes Wochenende. Ich bin gespannt, wie der Tag heute wird. Von der Seite her, einen Plan machen, den Plan traden und dann wird alles gut. Bis dahin, ein schönes Wochenende und bis Montag. Tschüss.